Episode 25 von State of Decay. Wieder einen Tag überlebt. Da haben wir noch gar nicht erst angefangen. Es wird schon langsam eng hier. Und eigentlich ist Ratschlag, mehr Außenposten errichten oder überhaupt mal eine neue Basis errichten. Und das wollen wir heute, glaube ich, und zumindest für diese Aufnahmesession als großes Ziel stecken. Guck mal den Garten an. Den haben wir noch gar nicht mal so richtig angeschaut. Ganz schön geil. Ganz schön geil. Coolio. Dann sollten wir uns mal gut ausrüsten. Eine Nahkampfwaffe zum Beispiel mitnehmen. Ja, das ist in der letzten Folge gehörig nach hinten los. Ne, die ist ja irgendwann kaputt gegangen. Das letzte war auch Irrsinn. War das die lange Folge mit denen, wo wir die Karls gerufen haben? Das war die Doppelfolge. Erst diese, wo wir halt die Uhr finden mussten und man die im Haus nicht aufsammeln konnte und irgendwann dann doch, ja, wieder stundenlang da rumgeirrt sind, mit dem Auto zig Millionen Zombies plattgefahren haben und irgendwann die Karls gerufen haben. Ihr hattet mich übrigens schon bei gnadenloses Zombie-Kill-Werkzeug. Wie geil aber auch die Karls sind. Ja. Der Hammer. Also die müssen uns ständig rufen, wenn es geht. Es ist der Kaffeebecher. Wie denn das? Wie viel sind wir überlastet? Das ist ja auch doof. Warte mal, natürlich das weg und eher was Kleineres. Was ja, noch ein so zweite Sekundärwaffe. Da, den hier. Oh, okay, so. Gutes. Dann müssen wir mit dem Jacob reden, weil der will das mit uns zusammen machen, glaube ich. Ja? Ja? Sprich ihn mal an. Should we? Guck. I'm on it. Siehst du? Cool. Let's head down towards Marshall. I think I know a place that might suit us. Or we can just drive around for a while and see what we see. Your call. Ich hoffe, er fährt uns zum Kirkman-Haus. Er hat ja übrigens hat auch einen Zuschauer geschrieben und das ist diese Art von hilfreichen Kommentaren, ohne was zu spoilern, dass man nicht unbedingt das Anwesen nehmen muss, wie er auch selber gesagt hat, was er jetzt vorschlägt, sondern man kann selber ein bisschen schauen, dass es vielleicht bessere gibt. Können wir ein bisschen die Augen offen halten. Hast du denn irgendein Prior? Gar nicht. Ich fahre einfach mal nach Marshall hin, mal gucken, was er vorschlägt und dann können wir ja schauen, was in der Nähe ist. Na schön. Ich habe aber gar keine Lust, eigentlich einen neuen Außenposten zu suchen. Ich möchte was ganz anderes machen. Ich möchte mich um die Fraktionen kümmern und so. Man hat ja aber so viel zu tun in dem Spiel. Irre. Du möchtest endlich dein... Ja. Was, das wäre, also das Kirkman-Haus wäre möglich. Oder wir gucken mal da hinten zu dem anderen. Ich will ein neues Auto. Das ist doch scheiße hier. Das ist echt scheiße. Wir brauchen mal eine Werkstatt dann beim neuen Anwesen. Da ist doch der brennende... What? The fuck? Kann ich davon eine super Zeitlupe sehen? Wie ist denn das passiert? Wenn Leute am Boden liegen, das wussten wir auch schon, haben wir aber nie gemacht, kann man sehr Munitions- und Material sparen mit LB und Y, das die kaputt treten. Eben. Dieser Ausholer, der war das gerade eben. Jetzt pass auf. Geht halt schneller. Was ist denn das da? Hast du einen Molly geworfen oder eher? Ich hab gar nichts gemacht. Ach, kann das sein, dass das hier irgendwie aus dem Baum kommt? Soll das Feuer sein? Soll das irgendwas anderes sein? Hast du einen Molotov-Cocktail noch? Ja. Was ist denn das? Ist das hier irgendwie in dem Moor? Hä? Ist hier der ist hier irgendwas geplatzt. Was ist das denn? Explodierhansel. Oh, was war das? Okay. Okay. Oh Gott, alles explodiert. Ich will hier weg. Das ist der Hammer hier. Weg. Also nimm die Karre Taxi, halt. Der ist voll am Arsch. Die rechts hier, das vielleicht. Taxi. Ja. Ah, da ist der Ding. Der Bumblebee. Ja, aber gut, dass wir den da hingestellt haben. Ja, der ist auch noch gut wie neu. Ach, Klappe zu, der brennt noch nicht. Noch nicht. Merkt ihr es, Autohändler? Mich kriegt ihr total leicht mit Autos. Nein! Der brennt noch! Wie weit war das? Das ist 5 Meter. Das hat ja schon fast Lego City Ausmaße hier. Da erstmal zur. Um moralische Probleme zu beheben, erstmal Zombies kloppen. Wir wissen ja, dass das hilft. Hier kann ich es ja jetzt mal aufklären. Es gab ja große Mysterien darüber, ob wir in dieser einen Lego City Folge, die damit anfängt, dass die Drasine vom Zug weggefahren wird, ob wir das gefaked hätten. Und ja, das haben wir tatsächlich gefaked. Das war halb. So halb, weil wir sahen halt schon den Zug kommen und haben dann irgendwie Pause gemacht. Nanu? Ah! Wow, Alter!
Ach, das ist einer von denen, die wir vorhin mal erschossen haben. Wer ist der denn? Wow, no, Alter, was ist denn hier los? Nein, nee. Alter, so ein Super-Zombie und dann noch so ein Explodierhansel. Original Explodierhansel. Aber sowas von, ich will hier weg. Das ist voll gefährlich hier. Ja, hast du recht. Bist du bescheuert? Dem ist das Auto hier, das noch nicht explodiert ist. Was ist denn mit dem Ding? Der ist noch beschäftigt, wenn hier kommt. Wir sind total fokussiert in dieser Episode übrigens. Merkt ihr das? Da, da kommt noch mehr. Das ist nicht explodiert. Jetzt mal weg hier. Tschüss. Dann bring doch deine Geschichte wenigstens zu Ende jetzt. Ja, dann haben wir uns eben einfach diesen... Achso, ich muss hier weiterfahren. Die Gunst der Stunde genutzt, die Folge anmoderiert und das Ding halt wegreißen lassen. Aber die Freude darüber, dass es schon wieder kaputt war... War echt. War echt. Wie immer. Ohne Kommando lachen. Ja. Aber... Im Gegensatz zu dem hier gerade eben, was ja von vorne bis hinten durchinszeniert war. Durchgescriptet, ja, natürlich. Ich fand deinen Einsatz ein bisschen lasch. Ja, Entschuldigung. Ich würde gerne mal einen Panzer finden. Da ist noch ein Bumblebee. Oh, jawohl. Tschüss, ihr Deppen. Gucken, wie lange brauchst du, um den kaputt zu machen. Boah, der ist noch nagelneu. In Lego City schaffst du ja auch mal, die Autos in der Kurzzeit über den Haufen kaputt zu fahren. Yep. Ciao. Was ist das eigentlich für ein Auto? Ein Camaro oder wie heißt der hier? Eigentlich nicht. Das ist bestimmt falsch. Okay, dann bin ich zufrieden. Boah, Straßenverengung. Ein schönes Auto. Das war Michi ihn echt übrigens auch so, wenn er schöne Autos sieht. Oh! Das nehme ich. Das ist noch nicht kaputt. So, jetzt fahren wir nach Marshall rein und gucken mit ihm zusammen da die Wohnungsbesichtigung und machen, ja, wie ihm ist. Ja. Wird er auch nichts mal kann sehen. Der alleine. Ach, schon, da spawnt euch ein Auto drin? Nein, doch nicht. A long story. Not much on the radio to fill the time. Good point. My mom died when I was 13. Lily was 9. Sorry. Yeah. Anyways, not long after that was when Lily was diagnosed. Our dad, he was, he's kind of a wreck. I had to pick up a lot of that slack. Jacob, I need you to be a man. Help take care of your sister. You know what I mean? It was a lot for a kid to live up to. I didn't handle it well. And as soon as I turned 18, I told my dad that I was moving to Danforth and I was going to college. What happened? Oh, man. Man, he blew up. We had a huge fight. Didn't talk for years after that. I finally got back in touch with him just a couple of months ago, actually. And this is my first visit home. Anyway, I don't think Lily's quite forgiven me yet. Wieder am Ort vorbeigefahren. Das sieht aber auch schnell. Am Ort vorbeigeruckelt, meinst du? Ja. Wow, nicht schlecht. Wie du hier halt immer mit einberechnen musst, dass jede Sekunde neue Hindernisse aufploppen können. So, mal gucken, was er vorschlägt hier. Sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Eine schöne Steinmauer drumherum. Guck mal an. Check this place out. It's got a big yard, a privacy wall that we can fortify pretty easily. And check out that tree fort. Ein Bauhaus? You seem awfully excited about this place. Yeah, when I was a kid, my best friend Sally, she lived in this house. And I was so jealous. I always wanted to live here. Creepy. Let's take a look inside. Solange er jetzt nicht da in ihrem Kinderzimmer wohnen möchte, ist alles okay noch. Ja, wird es bestimmt geklaut hat. I can't see. Help me. Oh oh. Todesrasseln. Der kommt durch. Oh oh. Oh oh. Wie der schon steht. What the hell was du bist that? Aber. Don't know. That didn't look like any disease I've ever seen. You? Nope. Maybe we gotta go, nope. Huh? Was? Der hat ein bisschen gezappelt. Ich dachte auch, okay, gleich wird's vielleicht, aber... Was? Okay. Hätte ich ihn jetzt gesund pflegen sollen, oder was?
Ich komme nicht mehr ins Büro, wenn ich mich nicht so gut fühle. Ja, message received, hoffe ich jetzt mal. Ey, du bist ja eine krasse... Das Savini anwesend, wie geil ist das? Jetzt musst du mich aber mal aufklären. Was ist das Tom Savini. Ja? Hat, ist eben auch in dieser ganzen Romero-Zombie-Splatter-Film-Clique mit drin, ist der Splatter-Mann, also der die ganzen Effekte halt macht. Okay. Und den kennst du auf jeden Fall, weil der in From Dusk Till Dawn in Sex Machine gespielt hat. Ah, okay. Ja. Und der spielt dann das? Eben auch in Land of the Dead spielt er so eine Zombie-Version von Sex Machine, so als Easter Egg. Der gar nicht mal so gut ist, oder? Der Land of the Dead? Das kann man drauf Amazon von dem Film erwartet. Okay. Ich finde ihn ganz okay. Ja, cool. Willst du das nehmen dann? Jetzt aus reiner. Also, eigentlich darf er schon mit einem Kopfschuss getauft haben. Eigentlich schon, oder? Wir nehmen das. Ja, das sind ja wohl die Argumente, die zählen. So. Als wir dem Besitzer das Angebot gemacht haben, hatte sie förmlich den Kopf zerrissen. Was muss ich jetzt hier machen, um das zu kaufen? Ja, du kannst das irgendwie jetzt als potenzielle Heimatbasis, musst du irgendwie drin ins Menü gehen, vielleicht, irgend so ein Quark mit Select. Wenn du dann drinne bist, vielleicht irgendwie. Wo du auf Verstärkung rufen kannst und so. Achso. Also mit dem Digi-Kreuz nach unten oder nach oben oder so. Außenposten. Wie macht man das denn jetzt? Verlasse das Gebiet, ist das die Mission, aber warum ist denn das die Mission? Ich mache jetzt hier das mit dem Außenposten. Ja, das war doch eine richtige. Ja. Ja. Ich probiere das jetzt mal. Probier's das ist mal. Aber falsch. Heimatbasis. Nee, ist immer noch, das ist nur, wo man hinfunkt. Ich befürchte, dass Außenposten und Heimatbasis was anderes sind. Also, dass du jetzt dann hier vielleicht einen Außenposten einrichtest, aber nicht. Wirklich? Ja. Irgendwas schreit und poltert, oder? Ach hier. Die Nachbarschaftshorde. Oh. So. So, manche Animationen sind so cool. Ja. Ja, alles ganz schön für den Arsch technisch, aber manche Animationen sind halt der Hammer. Wieso brennt denn da? Nö, oder? Haben sie unser Auto angezündet? Hä? Nee. Puh. Was brannte denn da? Ja, denkst du. Zonk. Und weg, er tritt. Dropkick. Die haben echt Spaß an ihrer Arbeit, oder? Ja, das ist mein Einsatz. Alter, was ist denn hier... Ja, euch meine ich. Stufe 6 schießen, die geht auch schon voll ab inzwischen. Die habe ich auch voll gelevelt bei der Aktion davor, weil sie ja so lange schießen musste. Alter! Da hinten ist auch das Haus, das ist voll, ne? Die Witze. Da ist irgendwie auch ein Special-Zombie, der gerade kommt, von links. Die sind immer so goldmäßig, Mark. Aber voll! Achtung! Langsam wird's gefährlich, ne? Und oh, er braucht Hilfe! Ich hol das Auto. Es wird langsam echt gefährlich. Auto. Oh nein! Der schöne Bumblebee! Vielleicht finden wir aber 9. Ich glaube, es gibt hier ein paar. Guck mal, jetzt haben wir hinten den Heckspoiler so abgerissen, dass man die Endrohre besser sieht. Manche Leute bezahlen alles nicht. Wer schreit? Wo ist der Fat Guy? Ach, da. Klar. Oh nein, die Schürze. Die Motorhaube. Verlasse das Gebiet ist jetzt. Warum ist das die Mission? Ich weiß es nicht. Ich will doch jetzt hier eigentlich wohnen. Ich kann doch hier nicht aussehen wie Arsch und Friedrich. Fahr mal da hinten hin, wo der blaue Kreis ist. Warum auch immer. Eine Heimatbasis errichten, haben wir irgendwie nicht so richtig verstanden. Surprise. Kommst du da rein? Sollen wir da irgendwie rein? Jetzt aussteigen? Na, guck an. Well, that's a few options at least. There might be more out there if you look around. I'll think about it. Sure. Big decision, I get it. Just remember, Tree Fort.
Ja, allerdings. So, und jetzt, wie verlegt man die Heimatbasis? Ist der Bumblebee weg oder was? Die scheiß Mission sind. Ah, nee, doch nicht, okay. Gleich schon voll los, hey. Ich glaube es. So kommt man da rein. Bizarre. Ich war schon 13 Mal rumgesprungen. Guck, hier geht das. Hey, I don't want to panic you, but we may have a problem. What happened? I've been talking to some of the other survivors. A bunch of them are talking about some new disease that's been hitting their people. I think we just saw it. Yeah? Well, better stock up on meds. Pastor Will's not looking so great. Weil hier passen mehr Leute rein, ne? Und mehr Zeug. Wir brauchen 12 Personen. Schau mal, es gibt hier einen Funkspruch. Das ist das nämlich. Ja. Und ging das vorher nicht? Oder haben wir das nicht gesehen? Dann machen wir es aber hier. Hier ist doch auch schon werkstattmäßig und so. Klappt das? Probably not. Ah, okay, wir müssen mehr Leute finden. Missionen. Wie viel haben wir denn in der Base? Kannst du das irgendwie nachschauen? Wir brauchen 12. Halt, wir haben ja Karin umgebracht, also sind es nur noch 9. Ja, dann finden wir ein paar. Mach mal, warte mich. Ja! Entschuldigung. Das ist so eine alte Narbe, die ich, wenn ich Lego mit Fritz spiele, dann habe ich keine 2 Minuten gespielt und schon 68 Aufträge für die Mission. Für die Episode. Wie das halt nicht alt wird. Das wird echt nicht langweilig. Nee. Aber ich glaube, der hat's. Nehmen jetzt mal den. Ja. Das ist so ein dicker. Den reparieren wir nachher. Haben wir das mal ausprobiert? Was? Haben wir einen dicken mit dem RAM? Ich glaube nicht, dass das geht. Wir müssen irgendwie Leute finden jetzt. Potenzielle. Möchtest du jetzt einen dicken anlocken oder was? Mhm. Nicht du. Da ist er. Komm raus. Das hat er doch schon gesagt. Ja. Ich glaube nicht, dass es geht, machst du nur das Auto kaputt, aber naja. Jetzt komm halt. Jetzt komm halt. Der hängt am Zaun sich, fest. Sich da? Der Zaun spawnt halt immer dann. Muss man hier ihn rauslocken. See something. Looks like an infestation. Mein, was ist denn da jetzt weggeflogen? Oh fuck! Der war irgendwo festgeklitscht. Achtung, Wolfgang, pass auf! Ich hab's überhaupt nicht gesehen. Der hat den Reifen verloren! Was ist denn noch? Hat noch einen Reifen verloren. Ja. Achtung, Wolf, ach du Scheiße! Einen zweiten Reifen verloren! Ne? Der Dicke macht aber ganz schön viele Umwege in Kauf. Stolz ist eigentlich jetzt scheiße oder komisch? Der beschleunigt halt nicht mehr so gut, weil... Dein Freund macht der denn da? Der macht sich ja... Jetzt! Das Auto geht auch voll schnell kaputt. Ja, genau. Jetzt, ey, die dürfen echt nicht verlieren. Die hat's voll drauf. Oh, Alter, bist du irre? Hau hier ab, bitte. Ja, ich hau ab. Fuck. Ich schmeiß sie in den Molotow. Die hat's halt voll drauf. Die dürfen auf keinen Fall verlieren. Das Auto. Bewege mich halt in Richtung Heimat und dann. Wir brauchen halt mehr Überlebende. Das wäre jetzt das Prio primäre 1. Ziel, wenn wir halt die Heimatbasis verlegen wollen. Und nach Marshall die zu verlegen, in das geile Dingens, hätte schon was. Na schön, dann warte ich jetzt hier. Was ist jetzt hier bei dem grünen Kreis? Da bauen wir gerade eine Heimatbasis. Ne, Alter, wie tief sitzt die denn in dem Auto? Kann die mal so das Lenkrad drüber gucken? Wie klein ist denn die? Die sind doch nicht so klein. Weiß ich nicht, vielleicht ist das ein Auto ohne Boden. Wie Fred Feuerstein. Wir finden es in der Pause raus in der nächsten Folge. Mehr State of Decay. Ciao. Ciao.